Hallo. Hallo und willkommen zurück aus Maspalomas. Ja, auch heute haben wir wieder eine ganz tolle Kandidatin zu unserem Umstyling eingeladen. Und zwar dreht sich alles um Eva. Eva ist gebürtige Ungarin, sie ist 41 Jahre alt und zweifache Mama. Ja, und ihre Kinder werden jetzt so langsam groß und jetzt kommt für Eva die Zeit, wo sie auch gerne mal wieder an sich selbst denken möchte. Und deswegen hat sie sich bei uns beworben und ich glaube, Marcello, sie hat auch ganz besondere Wünsche an uns. Genau, sie hat gesagt, 2019 ist ein Neubeginn für sie, das heißt, sie möchte einen neuen Look haben. Einen Look, der mädchenhafter ist, der jünger ist. Und sie hat auch gesagt, sie ist mit ihren Haaren nicht wirklich einverstanden. Irgendwie ist das sehr viel Haar, sie fühlt sich dadurch erdrückt. Das heißt, auch da müssen wir einmal schauen, was Ben da zaubern kann. Hallo, ich bin's Eva, ich bin 41 Jahre alt. Ich komme aus Sachsen-Anhalt, ich habe zwei Töchter und arbeite als Erzieherin. Ich verbringe meine Freizeit gerne mit meiner Katze und meinen Kindern und mache ab und zu mal Yoga und Nordic Walking. Ich trage viel Jeans, viel bequeme Sachen, ja, und ich habe viel blau und dunkle Farben. Ich wünsche mir, dass ich mal andere Farben ausprobieren darf und dass so Sachen ausprobieren, was mich ein bisschen jünger und frischer und moderner aussehen lassen. Ja, Eva, du hast ja gesagt, du wünschst dir Farbe von uns. Ja. Und wir haben für dich die aktuelle April-Kollektion mitgebracht. Mhm. Das ist eine Kollektion, die sehr schöne Koralletöne hat, die man mit einem Weiß kombinieren kann. Gefällt mir auch. Wir haben aber auch ein sehr schönes Indigo-Blau dabei, mhm, was man dann auch wieder sehr schön sommerlich mit Weißtönen stylt. Gefällt mir alles. Hast du, wenn du da jetzt so drauf guckst, irgendwie schon so ein Teil, was dich anlacht? Das Kleid. Das Kleid? Ich liebe schon mal das Kleid. Du liebst Kleider. Ja. Das passt ja sehr schön, weil du uns auch gesagt hast, du möchtest gerne etwas Frisches haben, ja, etwas Jugendliches. Ja. Das Kleid wirkt sehr jung durch diese Fransendetails hier, ja, oben. Das ist so ein bisschen Bohemian-Style, Festival-Look. Das hier macht es aber dann auch wieder schön, dass man es auch am Abend anziehen kann. Das ist eigentlich für alle Tageszeiten gedacht. Und vielleicht magst du es mal anfühlen. Das ist Viskose, also sehr schön jetzt auch für den Sommer. Und ich glaube, das könnte dir sehr gut stehen. Okay. Ja, wir haben uns ja auch ein paar Gedanken gemacht, was dir gefallen könnte. Und was wir sehr schön für dich fanden, ist auch ein Kleid. Ja. Und zwar dieses schöne blaue Kleid. Mhm. Und das hat ein sehr, sehr schönes Detail hier nochmal an der Seite. Das heißt, du lässt so ein bisschen Schulter und Arm blitzen. So. Und dazu kannst du sehr schön kombinieren, so eine weiße Jeansjacke. Das heißt, wenn es vielleicht noch ein bisschen kalt ist oder so. Und sieht natürlich auch direkt ein bisschen angezogener, ja, aus. Sieht schön aus, ja. Das gefällt mir. Das gefällt, ja, dir? Das auch, ja. Das auch. Dann würde ich sagen, nehmen wir noch mal ein drittes und nach zwei Kleidern vielleicht eine Hose jetzt, ja, auch. Und wir haben hier hinten ja ganz viel in diesem leichten Koralleton, was auch die Farbe, ja, des Jahres ist. Ja, die ist sehr schön. Diese? Ja. Ja. Die finde ich sehr schön, ja. Sehr schön, auch mit diesen ganzen Blumen hier, ja, verspielt, ich liebe mädchenhaft. Sowas. Ja. Müssen wir nur schauen, was wir da für eine Hose finden. Da würde ich dir gern zwei vielleicht mitgeben. Einmal, mhm, diese etwas kürzere, ja, graue. Das passt sehr schön, mhm, zusammen. Oder aber auch, um es dann noch sommerlicher zu halten, so, weiß, mit der weißen Hose. Mhm. Ich würde sagen, du probierst einfach mal beide an und wir gucken, was dir besser steht. Okay. Sehr schön. Finde ich auch. Findest du auch? Ja. Ich finde, das ist richtig, richtig schön, so ein Maxi-Kleid für den Sommer. Ich bin aber trotzdem auch gespannt auf die anderen Sachen, die wir denn noch mitgegeben haben. Ja? Bin ich auch, ja. Ziehst du dich einmal um für uns? Ja, mache ich. Okay, ja, super. Bis gleich. Das ist sehr jung, sehr mädchenhaft. Also du, ja, könntest glatt als eine dritte Tochter durchgehen. Insofern. Die Jacke finde ich auch schön. Ja, da mag ich den Kragen, der Blousonkragen. Ja. Und ich bin gespannt, ob du es uns jetzt mit dem dritten Look noch ein bisschen schwerer machst in der Entscheidung. Bis da. Wie gefällt sie dir, Eva? Gefällt mir die Hose sehr bequem. Mhm, glaube, ja, ich. Umsonst gefällt mir der Stil, alles. Ja. Ich kann mich gar nicht entscheiden. Sehr verspielt, ne? Ja. Aber sehr schön ist natürlich der Kontrast, diese, ja, romantische Tunika. Dann hast du dazu die graue Jeggings, ja, ausgewählt. Das finde ich harmoniert sehr schön.
Hast du denn schon so eine Tendenz oder sagst du so, wow, ein Outfit, das war so total sehr deins? Schwierig, muss ich ehrlich sagen, da gefällt mir alle drei. Dann müssen wir dir vielleicht die Entscheidung abnehmen. Ja, ich überlasse euch lieber die Entscheidung, ihr seht das besser als ich. Wenn wir uns deinen ganzen Typ anschauen, irgendwie deine Haare, deine Haut und wie du, was du für Wünsche mitbringst, würde ich eigentlich auf das Outfit Nummer 2 gehen, die Jeansjacke und das kurze marineblaue Kleid. Das fand ich für dich am schönsten. Was sagst du? Ich fand das sehr schön, weil das sehr mädchenhaft verspielt war. Und du hast ja gesagt, du möchtest auch was Junges haben. Insofern fände ich das auch sehr schön für dich. Aber am Ende entscheidest ja du. Ich fühle mich in alle drei wohl. Ja. Das sage ich auch ehrlich. Und, aber gut, dieses Blau, Blau ist auch mein Lieblingsfarbe. Ja. Ja. Die hat mir auch ganz toll gefallen. Das ist was Ungewöhnliches für mich. So. Ja. Ja. Aber ist sehr schön. Ja? Hast du Lust, dass wir mit dem zweiten Outfit gehen? Ja. Cool, dann würde ich sagen, wir gehen einmal zusammen rüber und gucken, ob wir noch ein paar schöne Sommeraccessoires dazu finden. So, liebe Eva, dann heute zu deiner Haarveränderung, die wir ja schon besprochen haben. Was ich wirklich super schön finden würde, was, wenn wir deine Gesamtlänge kürzen würden, dass wir so auf Schlüsselbeinlänge rauskommen und dann deine gesamte Masse hier leichter machen, dass du so eine Long-Bob-Variante hast, die dann hier schön schmal reinfällt. Und wie gesagt, mit der Farbe, ich würde mich echt sehr freuen, wenn wir es ein bisschen leichter kriegen. Ja. Wenn wir es ein, zwei Töne heller bekommen, dann wirkt es wieder leichter, dann wirkst du auch frischer. Und das würde ich nachher auch im Make-up versuchen aufzugreifen, dass wir deine Haut so ein bisschen frischer bekommen. Es geht bei dir, glaube ich, gar nicht so viel um viel Make-up, sondern es geht mehr um die richtigen Farben, sodass deine Haut von diesem etwas müderen Farbton jetzt ein bisschen strahlender wieder wird. Ja? Ja, ich vertraue dir. Super, cool, alles klar, dann legen wir los. Gespannt. Wie geht es dir? Bin ich ganz nervös, ich möchte mich sehen. Ja, ich merke es ja auch richtig an. Und ich würde sagen, dann ist das jetzt ein großer Moment. Und das ist die neue Eva. Oh, die Haare. Es sieht ganz anders aus. Oh, es ist schön. Es ist wirklich schön. Oh, danke schön. Das ist wirklich was anderes, ganz Neues. Ja. Wie geht's dir damit? Gefällt mir schön. Ja, sehe ich ganz anders aus. Aber ist es das, was du dir gewünscht hast? Naja, nur anders mit meiner Haare, alle Fälle. Und das hat auch gut gelungen und auch Kleider und alles, ja. Ich finde, dein Haar glänzt jetzt so richtig toll. Ja, das finde ich wirklich toll. Ja, schön. Ja, du wolltest ja einen Neuanfang machen und richtig mit einem schönen neuen Look nach Hause gehen. Ja. Und das ist ein Moment, den wir auf jeden Fall auch festhalten sollten. Für dich, für deine Familie. Insofern darfst du dich jetzt auch auf ein Shooting freuen mit professionellen Bildern, die du dann dein Leben lang behältst. Ja, danke schön. Sehr, sehr gerne. Danke dir, Eva. Ja, danke. Ja, hinter uns sehen wir eine glückliche Kandidatin. Herzlichen Dank, liebe Eva, dass du es mitgemacht hast und uns dein Vertrauen geschenkt hast. Eva hatte sich ein Outfit gewünscht, mit dem sie jugendlicher aussieht, mädchenhaft. Und ich denke, das ist uns sehr gut gelungen. Wir haben dieses kurze Kleid für sie ausgesucht mit dem All-Over-Print, schön gerafft in der Taille, den Cutouts an den Schultern. Und dazu passen die weiße Jeansjacke mit dem sportlichen Kragen. Ein sehr schönes Outfit. Abgerundet wird das von verschiedenen Accessoires in Tricolor und mit Rosetönen. Und Ben hat dazu einen angestuften Longbob gezaubert. Das macht eine ganz neue, frische Eva. Ja, und das war's auch schon von uns für heute aus Maspalomas. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir beide uns sehr freuen, wenn ihr im Mai wieder einschaltet. Und bis dahin sagen wir tschüss aus Gran Canaria. Von fröhlichen Familien empfohlen.